Eine weitere der stehenden Gestalten tritt hervor und das warme goldene Licht eines Sommernachmittags strahlt auf dein Gesicht. Let's all take a deep, calming breath. Perhaps cooler heads will prevail. Behind Helia's words, you hear the soft coo of doves. Ach, das ist Helia, die Luftgöttin. Deswegen die ganzen Vögel. Die soll weiblich sein? Okay. Atmen wir doch alle durch und beruhigen uns. Lasst uns alle kühlen Kopf bewahren. Hinter Helias Worten hörst du das sanfte Gurren von Tauben. Aethys has been separated from us for too long. Isn't it possible he intends only to gather enough souls to reclaim his realm in the beyond? He should be welcomed. Eotas ist schon zu lange von uns getrennt. Wäre es nicht möglich, dass er nur genügend Seelen sammeln will, um sein Reich im Jenseits wieder beanspruchen zu können? Wir sollten ihn willkommen heißen, sagt Hiela. Genau, lasst Eotas Leute töten. Das ist für Berat sehr freuen, dass er seinen Platz abgeben muss. You look up then into avian eyes. Through them you see clouds of starlings converge and divide. Du siehst hinauf in vogelartige Augen. Durch sie siehst du Wolken aus Starren, die zusammenkommen und sich wieder teilen, also Vogelart Star. Was wäre da vor, euch zu hintergehen? Helia puts a feathered hand to her chest. He wouldn't. Betrayal is not in his nature. Helia legt eine gefiederte Hand auf ihre Brust. Das würde er niemals tun. Verrat liegt nicht in seiner Natur. Scan shuffles forward. Yes, yes. We should welcome Aethys' return to the fold. His gratitude we can leverage to cajole him into divulging his plot. Also aufs Gehen würde ich auch nicht vertrauen, wenn der irgendwas vorschlägt. Nicht nur, dass der Typ eigentlich aussieht wie ein Zombie, der ist ja auch durch und durch böse. Scan schlurft nach vorne. Ja, ja. Wir sollten Eotas Rückkehr in den Schoß begrüßen. Seine Dankbarkeit können wir dazu nutzen, ihn dazu zu bringen, seinen Plan preiszugeben. Then, when he believes himself to be in our good graces, we do as Wedeka suggests and crush him into the earth. Dann, wenn er uns auf seiner Seite glaubt, tun wir, was Wedeka vorschlägt und zermalmen ihn im Boden. Scan licks the ragged edge of his lipless mouth and grins, then turns to Helia. Scan leckt über den rauen Rand seines lippenlosen Mundes und grinst. Dann wendet er sich Helia zu. I did not expect such a deliciously ruthless idea from you, Helia. I am impressed. So eine köstlich rücksichtslose Idee hätte ich von dir nicht erwartet, Helia. Beeindruckend. Helia's feathered crest stands on end. You wretched little creature. Julas Federkranz ist gestäubt, du verfluchte kleine Kreatur. Zu versuchen, Eotas ein Ende zu setzen, könnte die Lage nur verschlimmern. Your point is well made, little watcher. If self-evident, Aethys has not been known to possess a vindictive nature. Indeed, he has occasionally been magnanimous to a fault. Ein überzeugendes Argument, kleiner Wächter, auch wenn es offensichtlich ist. Eotas ist nicht für seine Rachsucht bekannt. Tatsächlich war er gelegentlich sogar übertrieben großmütig, betont Magran. However, if we push him to the brink of reason, there is no telling what he may do. He is, as ever, unpredictable. Something akin to fondness creeps into her voice. Wenn wir ihn allerdings an den Rand der Vernunft treiben, könnte er zu allem fähig sein. Er ist unberechenbar wie immer. Etwas wie Zuneigung schleicht sich in ihre Stimme. Was ist da der Sinn bei der ganzen Sache? Die bleiche Ritterin fordert mit einer Geste Ruhe ein. Aethys kann nicht getötet werden, aber er kann subdued. Yet to do so will take immense power and time. Eotas kann nicht getötet werden, aber vielleicht gebändigt, sagt sie. Doch das bedarf eines immensen Zeit- und Kraftaufwandes. Both stand in his favor. Beide genießen seine Gunst. Magrin grits her black glass teeth. That is why we must ascertain his plans before he has the chance to put them into motion. Magrin beißt ihre schwarzen, gläsernen Zähne zusammen. Deswegen müssen wir seinen Plan erfahren, bevor er beginnen kann, ihn in die Tat umzusetzen. She begins to pace. Her steps leave little trails of fire in her wake.
Sie beginnt hin und her zu laufen. Ihre Schritte hinterlassen kleine Feuerspuren. Margren stops and balls her hands into flaming fists. Margren hält inne und ballt ihre Hände zu flammenden Fäusten. Even if we manage to destroy his current form, there is the possibility he could return, if he has not already absorbed all of his children. Selbst wenn wir ihn in seiner jetzigen Form zerstören, besteht die Möglichkeit, dass er zurückkehrt, wenn er nicht bereits all seine Kinder absorbiert hat. Als er die Kinder absorbiert? The pallid knight casts a cold, cutting glare in Margren's direction. Die bleiche Ritterin wirft einen kalten, bösen Blick in Margrens Richtung. Margren speaks too freely. That knowledge is beyond your ken, Watcher. Margren spricht so offen. Dieses Wissen ist nichts für dich, Wächter. Wotica waves the gods to silence. Aethys gathers strength. His strength is a threat to us. Wotica bedeutet den Göttern Schweigen. Eotas gewinnt an Stärke. Seine Stärke ist eine Bedrohung für uns. Her voice takes on a sharp, almost panicked edge. There is no sensible answer to the question of a resurgent Aethys, other than decisive, final action. Ihre Stimme wird scharf, beinahe panisch. Es gibt keine vernünftige Antwort auf das Wiedererwachen von Eotas als eine entschlossene und endgültige Maßnahme. Ja, es gibt aber keinen Grund, jetzt schon zu handeln. Wir wissen immer noch nicht, was er vorhat. Your opinion is unasked for, but noted. The Pallid Knight says. Obwohl deine Meinung nicht gefragt ist, nehme ich sie zur Kenntnis, sagt die bleiche Ritterin. We will act when it is appropriate to do so and not before. Wir werden handeln, wenn die Zeit dafür gekommen ist und nicht früher. The Pallid Knight steps away from the half circle of assembled gods. She pulls herself up to a great height. Die weiche Ritterin tritt aus dem Halbkreis der versammelten Götter. Sie richtet sich auf eine enorme Höhe auf. The words she speaks next come not from her mouth, but from all around you. Die Worte, die sie spricht, kommen nicht aus ihrem Mund, sondern von überall um dich herum. Follow him, Watcher. Das haben wir eh vor, also ihm zu folgen. The black of the Pallid Knight's irises expand until her eyes are as dark and cold as the void between stars. She bends down and brings her ghostly face level with your own. Das Schwarze in der Iris der bleichen Ritterin breitet sich aus, bis ihre Augen so dunkel und kalt sind wie die Leere zwischen den Sternen. Sie beugt sich herunter und senkt ihr geisterhaftes Gesicht auf deine Höhe. Your debt to me remains unpaid. Deine Schuld mir gegenüber bleibt unbeglichen. Das ist Schwachsinn. Ich werde tun, was ich kann. Ich tue nur, was... nur weil ich muss. Das werden wir ja sehen. She stares at you, unblinking. Like a needle drawn to a magnet. You are pulled toward her, one compulsory step at a time. Ohne ein Blinzeln starrt sie dich an. Wie ein Magnet, der eine Nadel anzieht, zieht sie dich Schritt für Schritt an sich heran. Helpless to resist, you tumble into her impossible eyes. Ohne dich wehren zu können, fällst du in ihre unmöglichen Augen. You fall wildly, endlessly, unable to find your bearings or slow your spin. Du stürzt schnell, endlos, unfähig, deinen Körper auszubalancieren oder deinen Fall zu verlangsamen. And in the distance, above, no, behind you, comes an insistent ringing. Und in der Ferne über, nein, hinter dir, ertönt ein penetrantes Klingeln. You angle yourself toward it, searching for the sound. Du drehst dich in seine Richtung und suchst nach dem Ton. A small silver bell appears just inches from your fingertips. You reach for it, straining to still its interminable ringing. Eine kleine silberne Glocke erscheint nur wenige Zentimeter von deinen Fingerspitzen entfernt. Du greifst nach ihr, um ihr unablässiges Klingeln abzustellen. The moment you touch it, your soul slams into your body with all the force of a fall from the top of the sky. Als du sie berührst, knallt deine Seele mit der Wucht eines Sturzes aus den höchsten Himmeln in deinen Körper. You blink open your eyes and find yourself on the floor of your ship's cabin, alone. Du blinzelst, öffnest die Augen und findest dich auf dem Boden deiner Kajüte auf deinem Schiff wieder, alleine. Gut, Rat der Götter abgeschlossen. Können wir jetzt nach Nekataka endlich weiter? Ja, jetzt stehen die Kanonen vorne, nachdem ich sie nach vorne verschoben habe. Gut zu wissen. Gut, wir gehen wieder in den Schiffssteuermodus.
Ich brenne jetzt eigentlich noch nicht so sehr drauf, aber ich würde gerne mal einen Schiffskampf machen. Ich würde nämlich gerne mal sehen, wie das geht. Also weiter nach Nekataka. Oh, da ist ein. Was wollen die Prinzipi schon wieder von mir? Oder 20 Kugeln, 40 Rumpf, 20 Segel, 5 plus Schiffsverteidiger. Ah ja. Obtonnel regiere, zeigt auf einen kleinen Punkt entfernt zum Horizont. Captain, ein Schiff nähert sich. Du spähst zum Horizont und siehst eine unbekannte Flagge in der Brise wehen. Das Schiff kommt näher und seine Mannschaft öffnet die Kanonenluken. Auf in den Kampf, keine Gnade, zurückziehen. Wir haben 20 Schuss, die haben 120. Die haben aber halt einen schwächeren Rumpf als wir. Und entern würde ich nicht machen. Weil die haben viel zu viele Verteidiger im Gegensatz zu uns. Also Kampf aufnehmen. Mit einigen schnellen Manövern kann sich die Defiant den Windvorteil sichern, bevor die Versenker auch nur die Chance hatte, ihn selbst zu beanspruchen. Wähle eine Vorgehensweise. Ach, das ist so eine Art von Kampf dann. Auf halbe Segel, Position halten, Hard Backport. Sich ergeben. Auf halbe Segel. Die Segel gefüllt und die Winde im Rücken kreuzt die Defiant über das offene Meer auf das gegnerische Schiff zu. Distanz um 25 Meter verringert. Die Segel gefüllt und die Winde im Rücken kreuzt, ja. Das gegnerische Schiff kommt im Wasser abrupt zum Stillstand. Sie haben den Wind verloren. Wähle eine Vorgehensweise. Volle Kraft voraus. Immer stärker wird der Wind dein Rücken, ja, heute in deinen Ohren. Dein Schiff bricht durch die Wellen vom Wind vorangetrieben. Ja. Die gegnerische Mannschaft eilt auf ihre Posten, um sich auf die Manöver vorzubereiten. Das gegnerische Schiff kommt im Wasser zum Stillstand. Sie haben immer noch den Wind verloren. Klar machen zum Halsen? Was soll das sein? Er hat handelt in der ersten Runde verfügt über erhöhte Kanonenreichweite und erhält einen Bonus für die Bewegungsentfernung. Klar machen zum Halsen. Die Mannschaft heizt schnell das Hauptsegel und wendet die Defiant. Oh. Das gegnerische Schiff dreht sich dir zu und zieht mit seinen Geschützen geradewegs auf die Defiant. Die Mannschaft der Versenker wird aktiv und besetzt hektisch ihre Posten. Das gegnerische Schiff kommt im Wasser abrupt zum Stillstand. Wähle deine Vorgehensweise. Okay, jetzt haben die den Vorteil, so wie es aussieht. Oh, so nehmen wir wieder Abstand. Okay. Wieder Kanonenfeuer. Prinzipi feuert Dürrwetter Schnauze ab. Haken der Treffer, 8 Schaden am Segel. Okay. Wir wollen näher ran. Ja, du hörst jetzt so, es ist mehr so wie auf ihre Posten. Die Säule klettert viel, die Spinnenkrake und höhlt das Segel. Okay, erstmal näher ran. Okay, Backbord wird nachgeladen. Die haben keinen Wind mehr. Ja, die Versenker hat den Wind falsch eingeschätzt.
Mach mal hart Backbord. Au, Unterdeckbesatzung hat's erwischt, okay. Wie kann ich schießen? Berichten an. Oh ja, dich hat's erwischt. Volle Kraft voraus.